Als nächstes sehen wir Close Nearby. Mit dem wunderbaren Zungenbrecher Jan, Jan Hendrik, Benjamin, Agnes, Mathilda, Jana. Und die Mentoren waren Carsten, Lorraine und Adrian. Viel Spaß. Hallo, heute präsentieren wir euch unser Projekt Close Nearby. Also das Problem, was wir lösen wollten, ist, dass es generell sehr schwierig ist, ein bestimmtes Kleidungsstück zu finden, besonders wenn es nachhaltig ist. Und wir wollten jetzt mit unserer Webseite vereinfachen, etwas, eine nachhaltige Kleidungsstück zu finden. Also wir hatten uns vorgestellt, dass wir dann eine App haben und dann können wir auswählen, ob es uns gefällt oder halt eben nicht. Und dann wird einem das beliebteste Produkt zuerst vorgezeigt. Und dann können wir auch sehen, ob es Fairtrade und nachhaltig ist und in welchem Geschäft es verkauft wird. Und durch einen Filter wollten wir auch, dass es speziell an eine Person angepasst wird. Wir hatten dabei aber ein paar Probleme. Inkscape, das Designprogramm wollte zuerst nicht installieren, hat dann zum Glück noch geklappt und wir hatten zu wenig Zeit, um diese ganzen komplizierten Dinge überhaupt umzusetzen und unser größtes Problem war eigentlich die Namenfindung. Also wir haben als Programme für dieses haben wir einmal Eclipse genommen, um die Kombination mit der MySQL-Datenbank und der Webseite herzustellen. Für die Programmiersprachen haben wir dann bei der Webseite HTML, CSS und JavaScript benutzt. Für die Map haben wir die OpenStreetMap genommen und für die Verbindung auch noch mit Java. Für das Design haben wir dabei auch noch Procreate und Inkscape benutzt. Ich habe unser Logo designt, wie auch bei vielen anderen Projekten. Da sehen wir, dass das T-Shirt in der Hälfte geteilt ist, weil wir es eigentlich so hatten, vorhatten zu machen, dass wir bei einer Seite eintragen können, ob uns es gefällt und wie wir es finden, das Produkt, ob wir es gut finden oder ob wir es halt nicht so gut finden. Dadurch ist das T-Shirt in der Hälfte geteilt, auf der Hälfte halt das Grün das Herz, gefällt mir, Rot das X, gefällt mir nicht. Ich habe es designt im Programm Procreate an meinem Tablet und gezeichnet. Also nun zeigen wir euch noch das Ergebnis. Diese Webseite lädt die Daten aus der Datenbank ein als JSON-Files und mit JavaScript zeigt es diese Punkte an. Das heißt zum Beispiel, wenn wir hier uns für einen Pullover interessieren, können wir auf einen gelben Punkt klicken und wir können auch rausscrollen, dann sehen wir, dass es mehrere Pullover gibt. Und falls wir noch was anderes brauchen, können wir hier zum Beispiel auch bei einem roten eine Hose kaufen. Und falls ich gerade nicht weiß, wie ich da hinkomme, kann ich hier diesen Link klicken und dann zeigt es mir mit OpenStreetMap, wie ich dorthin komme. Und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal mit uns nachhaltige Kleidung kaufen werdet. Ja, und wir haben alles verlinkt auf GitHub und Hackdash, da könnt ihr die beiden Codes benutzen, da ist alles drauf.